Hi. Hi. Döner. Lecker. Heute ist mal wieder so ein Mittwoch, der sich anfühlt wie Freitag, weil morgen ist nämlich Feiertag. Und das ist voll cool. Den werde ich auf jeden Fall genießen. Ich hoffe, das Wetter bleibt so gut wie heute. Aber, bad thing, was meinst du, welcher Idiot muss vom Feiertag jetzt gleich noch einkaufen? Right, it's me. Ich hasse das. Vom Feiertag, das ist so dumm. Ja, es passiert mir nicht zum ersten Mal. Ich lass jetzt aber noch ein bisschen den Feierabend auf mich wirken. Ja, und werde jetzt aber in der nächsten halben Stunde losfahren. Ich hoffe einfach, dass alle sich heute Morgen schon um die Sachen geprügelt haben. Nee, das hoffe ich natürlich nicht, aber ich hoffe, dass jetzt alle gleich beim Abendbrot sitzen und ich ganz entspannt einkaufen gehen kann. Hab's geschafft, bin einkaufen. Es ist okay viel los dafür, dass morgen Feiertag ist, aber ich wollte dir was zeigen, was hier so richtig groß und präsent ist. Ich meine natürlich den guten Brati. Oh, ich habe in letzter Zeit so viel Brati getrunken. Aber der wird einfach nicht schlechter. Der ist so, so gut. Und ich glaube, ich muss mir jetzt einfach nochmal auf jeden Fall Zitrone mitnehmen. Eventuell aber auch noch was von den anderen Sorten. Draußen scheint die Sonne. Ich sitze noch hier drin, aber nicht mehr lange. Ich habe jetzt gerade noch kurz am neuen Vlog geschnitten und mich prepared, denn für mich geht es gleich nochmal an den See. Ich habe mir schon hier so ein Beerengemisch wieder zusammengemixt mit Green Tea, der jetzt nicht kalt ist, weil ich heißen Tee genommen habe, keine Eiswürfel habe und jetzt keine Zeit mehr habe, das Zeug in den Kühlschrank zu stellen. Aber egal, die Beeren sind auch halb warm, okay? Vielleicht kühlen sie jetzt noch ein bisschen runter. Ich bin mir sicher, dass es bei den Temperaturen auf jeden Fall klappt. Diesmal habe ich auch daran gedacht, mich einzuschmieren. Habe ich mich beim letzten Mal nicht gemacht, also mit Sonnencreme meine ich jetzt. Habe einen leichten Sonnenbrand gekriegt, aber das ging voll klar. Heute habe ich mitgedacht, heute wird mir nichts passieren. Ich bin jetzt kurz mal im Wasser. Heute ist es nämlich noch wärmer und es ist mega angenehm. Okay, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es so warm ist und dass man doch so weit ins Wasser kann. Man könnte jetzt sogar voll easy hier schwimmen. Es ist echt mega warm und angenehm. Aber ich habe meine Luftmatratze nicht dabei und meine beste Freundin auch nicht. Heute ist im Süden von Deutschland, ich weiß gar nicht in welchen Gebieten genau, Feiertag. Also auch in München. Richtig gut. Ich kann heute aber nicht richtig entspannen, weil ich total unruhig bin. Ich weiß gar nicht. Ich möchte irgendwie so viel machen. Ich bin so voller Tatendrang. Also nur so kleine Sachen, aber ich möchte auch irgendwie alles gleichzeitig machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß auch nicht, ich bin heute so richtig wuselig, aber gleichzeitig auch total müde und würde eigentlich gerne einfach nur faul sein. Aber ich kann nicht, weil ich so eine innere Unruhe habe. Das ist richtig komisch heute. Bevor ich jetzt loslege mit was auch immer, vielleicht auch alles parallel, was immer nicht so effizient ist, wollte ich mein Pflänzchen noch zeigen. Ich habe ja im vorletzten Vlog meinen Buntnesselableger eingetopft, nachdem der schon richtig lange Wurzeln hatte und habe gehofft, dass es überleben wird. Und bisher schlägt er sich sehr gut. Also er ist schon richtig groß geworden und kriegt voll die schöne Farbe. Und ich freue mich, wenn das Ding noch größer wird, hoffentlich. Du machst es super, weiter so. Und ich vielleicht aus dem einen Ableger dann sogar noch eine größere, buschigere Pflanze machen kann. Ich versuche ja bei Kosmetik und Pflege darauf zu achten, dass es möglichst nachhaltig ist, möglichst natürliche Inhaltsstoffe hat und natürlich, dass es vegan ist. Und jeder, der da so ein bisschen into it ist, weiß, dass es eigentlich eher so ein Prozess ist, weil es gibt immer wieder neue Produkte, man selber verändert sich, man hat andere Bedürfnisse und so weiter. Und so probiert man sich dann durch und es gibt einige Fails und auch viele gute Produkte. Ich mag das auch total gerne, mich da im Internet zu belesen und so Erfahrungen zu lesen und so weiter. Und worauf ich schon ewig ein Auge geworfen habe. Oh wow. Okay, was ich schon ewig mal testen wollte, ist die Deo-Creme von Wolkenseifen. Und jetzt habe ich einfach mal bestellt und heute ist das Päckchen angekommen. Richtig süß. Und das mache ich jetzt auf, weil ich bin total gespannt, wie das riecht. Ich meine, gut, wie es dann in der Anwendung ist und so, das teste ich dann erst. Aber so First Impression mäßig mache ich das jetzt mal. Sag mal, bin ich zu doof, oder? Okay, ich war ein bisschen zu doof. Süß. Da sind Süßigkeiten drin. Ich habe zwei Deo-Cremes bestellt. Einmal Be My Baby und einmal Herzenslust. Die habe ich für meine Mama bestellt. Bevor ich dran rieche, können wir kurz das schöne Design appreciaten.
So cool. Ich habe zwei kleine Töpfchen bestellt. Das sind jetzt 25 Milliliter für 6,50 Euro. Es gibt die auch noch in 50 Milliliter, aber das ist halt endviel, weil man braucht da wohl nur total wenig. So, Be My Baby habe ich für mich bestellt. Oh ja. Und es riecht so typisch wie so eine Handcreme oder so eine Babycreme. Richtig gut. Ich glaube, das ist total angenehm, danach zu riechen. Es riecht so frisch. Frisch gewaschen. Frisch gewaschen und eingecremt. Schön. Wolkenseifen hat eine total gute Duftbeschreibung auf der Website. Also ich finde, da kann man sich schon ganz gut daran orientieren. Und auf Be My Baby hat es jetzt auch zugetroffen. Dann habe ich noch Herzenslust bestellt. Also das ist jetzt auch so blumig, aber auch ein bisschen holzig wohl. Ja, ein bisschen herber. Also nicht ganz so leicht wie jetzt Be My Baby, aber auch voll gut. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, was ich besser finde. Beide mega gut. Also absolut kein Fehlkauf, wenn es denn funktioniert. Das muss ich jetzt natürlich noch die nächsten Tage, Wochen mal austesten. So. Ach so, und was ich nicht vergessen darf, es gab noch zwei andere Düfte, wo ich so überlegt habe, ob ich nicht vielleicht doch lieber die bestelle und so. Und dann habe ich in die Bemerkung geschrieben, dass ich eben fast die bestellt hätte und überlege, ob ich die dann als nächstes nehme und so. Und jetzt haben sie mir Pröbchen geschickt. Das ist einmal Sterntaler. Das ist so ein bisschen Zitrusfrüchte, aber trotzdem auch so eine... Ich glaube, es ist so Sandelholz. Ich rieche jetzt einfach mal dran und schaue, wie ich es schnuppern kann. Ja, das ist ein bisschen mit Amber und Patchouli, also so ganz holzige und vollmundige Geruchsnoten. Aber im Vordergrund total frisch. So Orange, Zitrusfrüchte einfach. Ist nicht ganz meine Duftrichtung. Also ich finde es voll gut, aber nicht unbedingt für mich. Und dann habe ich noch Perfect Day. Das ist mein Duft. Das ist total blumig. Ich glaube, ein bisschen Rose. Ein bisschen Rose. Also das ist der Unterschied, glaube ich, zu der Be My Baby. Also die riechen sehr ähnlich, wobei das ein bisschen frischer ist und Be My Baby ist ein bisschen pudriger. Jetzt hoffe ich so sehr, dass das wirklich gut funktioniert, weil vom Geruch, sonst schmiere ich mich einfach so damit ein. Ich finde ja das Thema Düfte und Gerüche so spannend, weil das sowas total Individuelles ist. Also jeder hat da einfach einen total anderen Geschmack. Und ein Duft kann ganz unterschiedlich an verschiedenen Personen riechen. Und für verschiedene Personen riechen. Also das ist so... Ich hatte ganz verschiedene Duftstadien schon in meinem Leben. Früher total so fruchtig, Erdbeere, künstlich. Dann hatte ich eine totale Vanillephase. Immer schon auch gerne so holzig, Patchouli, sowas... Ganz schweres, mag ich total gern. Und jetzt bin ich aber dann doch bei so pudrig, blumigen Düften für den Alltag gelandet. Ich liebe das, wenn es einfach so frisch gewaschen und gut riecht. Wie ist es denn bei dir? Hast du einen Lieblingsduft, ein Lieblingsparfum oder ein Lieblingsduschgel oder so? Dann schreib das mal in die Kommentare. Richtig weirdes Thema, gell? Aber es macht irgendwie Spaß, darüber zu reden. Ich habe jetzt irgendwie am Wochenende so alles und nichts gemacht. Also zumindest halt nichts. Was es jetzt irgendwie wert gewesen wäre, es mitzufilmen. Also keine Ahnung, ich habe viel Haushalt gemacht und so. Ich habe auch ein bisschen gechillt, habe eine neue Serie angefangen, für mich neu, The Wilds. Ist ja auch schon nicht mehr ganz neu, ne? Aber es gibt nur eine Staffel und ich hasse das, weil es hat mich richtig gecatcht. Und dann ist es bald schon wieder vorbei und ich kann nicht weiterschauen. Das ist immer richtig blöd. Ich habe gelesen, und zwar mein erstes Buch von Ferdinand von Schirach, Der Falkolin. Ich mache mir den Schutzumschlag weg, ne? Werde ich heute noch fertig bekommen, denke ich. Gefällt mir auch richtig gut, also richtig interessant, mal so ein Krimi aus Anwaltssicht, Strafverteidigersicht so zu lesen. Und jetzt habe ich aber gekocht, und zwar wieder so Reis mit verschiedenen Toppings sozusagen. Ich zeig's mal kurz. Hier ist also Reis, das ist Sushi-Reis, dann Gemüse in Teriyaki-Soße. Ich hatte keinen Chinakohl mehr, deswegen habe ich einfach so Salat genommen und den blanchiert und in Essig eingelegt. Und das ist marinierter Tofu. Und das kann man dann alles da so zusammenmischen oder sich so einzeln drauf machen und das riecht lecker. Und meinen Nachtisch habe ich auch schon da. Ich habe nämlich heute nochmal Marmorkuchen gebacken. Komischerweise das gleiche Rezept wie vor ein paar Wochen schon mal. Das habe ich ja in einem Vlog gezeigt, aber irgendwie in einer anderen Form und dadurch war es zu wenig Teig und der ist auch nicht richtig aufgegangen. Also ganz komisch. Es ist voll lecker, aber sehr flach das Ganze. Und viel mehr werde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr machen, denke ich. Ich werde noch meine Fingernägel frisch machen für kommende Woche. Und ja. Kurzes Wolkenseifen-Update. Ich habe ja jetzt die letzten Tage die Deo-Creme Be My Baby getestet.
Gut, am Wochenende bin ich jetzt nicht groß ins Schwitzen gekommen, nur beim Putzen ein bisschen, aber da war alles super. Ich mag das total, wie man das aufträgt. Ich weiß noch nicht genau von der Menge, ob ich das richtig mache so, aber da bin ich total glücklich. Ich finde den Geruch nach wie vor so gut. Heute hatte ich es den ganzen Tag drauf auf Arbeit und da bin ich ins Schwitzen gekommen. Und ich muss sagen, leider gegen Abend hatte ich so das Gefühl, dass ich doch leicht rieche. Komischerweise nur rechts. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch da falsch aufgetragen, ich weiß es nicht. Also da wollte ich mich irgendwie gerne auffrischen. Ich habe dann halt so Deo-Tücher auch dabei und so, aber so einen ganzen Tag weiß ich nicht. Und mitnehmen ist ja auch nicht so praktisch, weil mit der, also vor allem wenn es dann heiß ist, ist das ja wohl nicht so gut für die Creme. Und überhaupt will man sich auch nicht immer dann da eincremen, ich weiß auch nicht. Also das ist ein bisschen schade, da fand ich es jetzt nicht so dolle. Am Wochenende kein Problem. Heute war es aber auch so schwül. Aber gut, es soll ja auch im Sommer helfen, ne? Also ich werde es mal weiter testen. Erster Eindruck nicht negativ, aber auch nicht durchweg positiv. Es ist Dienstag, aber die Piercings sind noch nicht da. Mann, die wurden am Freitag gleich verschickt, aber sie sind noch nicht angekommen. Wir haben ja letzte Woche bestellt. Aber egal, wir warten weiter und du kannst dir in der Zwischenzeit ja nochmal anschauen, was wir zu unseren Tattoos schon so erzählt haben. Da gibt es nämlich ein ganzes Video zu, wo wir dir unsere Tattoos zeigen und ein bisschen drüber reden. Aber vorher schreibst du noch in die Kommentare, was du zuletzt bestellt hast. Bei uns waren es wie gesagt die Piercings und ich habe eventuell gestern Nacht auch nochmal das ein oder andere bestellt. Schreib uns deine letzte Bestellung in die Kommentare. Also ich weiß ja schon, was wir als nächstes bestellen werden, und zwar einen Bubble Tea, nicht online, im Laden. Den hatten wir nämlich diese Woche gar nicht, weil wir uns gar nicht gesehen haben. Zum Glück. Gar keinen Bock mehr aufeinander, ey. Das habe ich jetzt nur gesagt, um auf das Video überzuleiten, das wir jetzt hier noch verlinken, und zwar Dinge, die BFFs nicht sagen. Tschüss!